So, hallo, wir machen weiter bei Infernum und wir sind letztes Mal durch das Troll-Level gestolpert, möchte ich mal sagen. Was recht lange gedauert hat, weil ich keine Save-States benutzen durfte. Was man aber auch verstehen kann, weil sonst gewisse Trolls nicht funktionieren. Insofern, ja. Ja. Es Jetzt. war eine Erfahrung. Es war eine. Ja, genau, das beschreibt es sehr schön. Jetzt erfahren wir. Quatsch. Jetzt erinnern wir uns daran, dass wir sterben müssen und spielen Memento Mori. Richtig, erinnern ist das Schlüsselwort hier. Au. Kennst Okay. du auch schon das Level? Da ist eine Tür. Das kenne ich schon. Ja, das müsste damals in der 8-Level-Demo dabei gewesen sein. Okay. Ist das jetzt eine Konnentür? Nee, ist es nicht. Ist das eine Konnentür? Nee, ist es nicht. Okay. Aber da ist ein Conan Midway und ein Conan Orb. Oh. Alles klar, verstanden. Aber vielleicht kannst du ja immerhin so pro Raum irgendwie ein Save State machen oder so, dann Ups. wird es nicht ganz so langweilig. Ja. Ja, der erste ist ja noch recht easy. Okay, da kommt der Cooper an. So. Da fällt eine Shell. Dann will ich darüber. Ja, doch, ich kann mich an das Level erinnern. Ja, wobei der Raum hier neu ist. Ach, der. Der hätte ich jetzt schwören können, dass ich den kenne. Interessant. Nee, also das Level an sich gab es schon mal, aber viele Räume wurden neu gemacht. Kann es sein, dass ich den in einem Stream oder so gesehen habe? Scheiße. Möglicherweise, aber wenn, dann warst du dann nicht aktiv. Okay. Glaube, ich habe die Früher Shell war nicht. es auch so, dass du gar nichts gesehen hast. Jetzt siehst du ja immer in Mario und die Tür. Man hat gar nichts gesehen? Ja, man hat gar nichts gesehen. Oha. Ja, bis HF sich mehrfach beschwert hat, dann habe ich das eben jetzt so gemacht. Okay. Wie hat es denn funktioniert, dass man gar nichts gesehen hat? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, dafür waren die Räume etwas einfacher. Okay. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, wann das Spiny kommt. Aber gut. Da hätten wir uns halt durch. Also muss ich im Dunkeln den Shelljump machen. Ja. Sehen ist nur was für Loser. Natürlich ist jetzt genau der Spiny da. Logisch. Was hat denn das mit Memento Mori zu tun, wenn ich einen dunkelnden Shelljump machen muss? Also ich verstehe, dass man sich eigentlich an ja, Sachen erinnern sollte, die passieren. Aber das ist jetzt ja mit Erinnerungen relativ. Ja, gut, so Muscle Memory könnte man sagen. Okay, meinetwegen. Ja, du erinnerst dich an die tödlichen Objekte eines Raumes. Es ist jetzt natürlich nicht so ganz das Memento Mori der aufklärerischen deutschen Bewegung, aber irgendeinen Titel muss das Level ja haben. Ja, ich meinte halt nur im dunklen Shelljump machen hat jetzt irgendwie nicht so viel mit Memento Mori zu tun. Alles andere schon. Alles andere schon. Okay. Ah, das war's. Den Raum kenne ich aber, oder? Das kann gut sein, den glaube ich gab es damals auch. Mein Gott, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Nein, jetzt bin ich wieder hier. Man hat ja auch nur einen Versuch, ne? Ja, richtig. Also eine Möglichkeit ist zum Beispiel die Beats zu zählen, bis der Koopa eben eine gewisse Stelle erreicht hat und dann da drauf zu springen. Und ich kann es auch nicht resetten, also ich kann jetzt auch mir das nicht nochmal angucken. Ja, du kannst halt sterben und neu dahin spielen, ne? Ja. Ja, gut. Ich habe ihn erwischt. Ne? Hat ja funktioniert. Jetzt nur drauf und nicht reinspringen und alles ist gut. Mist.
ist. Früher war es auch so, dass du die Level immer nur anschauen konntest und nicht spielen konntest. So kannst du jetzt ja wenigstens im sichtbaren Bereich wirklich eine Art Muscle Memory aufbauen, was früher auch nicht möglich war. Aber bin ich denn dumm? Geh nochmal zurück. Ja, Safe States sind hier nicht unbedingt von Vorteil, weil sie dir ein verzerrtes Zeitgefühl verschaffen. Du wartest immer viel zu lange. Mist. Eins, zwei, drei. Okay. Das habe ich doch wohl auch gezählt. Oh mein Gott. Sheesh. Das ist aber auch neu, der Raum, oder? Der ist auch neu, ja. Oh je. Der Raum davor war aber schlimmer. Na. Okay, jetzt gleich rüber. Ah, es war zu bald. Bisschen zu schnell. Langsam rüber. Scheiße. Okay, wir machen das nochmal neu. Ja, ein bisschen warten und dann runterfahren. Yeah. Das Konzept ist relativ simpel, aber es ist gar nicht mal so einfach, das zu spielen. Ja. Ja, da war er schon auf dem Rückweg. Ja, wenn man sieht, ist es deutlich leichter. Oh Gott. Nein! Hab's doch vorne mal hochgeschafft. Jetzt stoße ich mir über den Kopf. Ah, da kommt der Sache näher. Jetzt zu lang gewartet. Also ich muss, wenn ich draufstehe, dann noch ein bisschen, oh Gott. Ein bisschen noch laufen, sonst stoße ich mir den Burn, die Birne. Wieder zu lang gewartet. Ein bisschen muss ich oben warten. Ich glaube, ja, hier warte ich ja auch ein Stück. Ja, wenn du perfekt auf den Block drauf springst, wenn er kommt, ja. Wenn man so lange wartet wie du und der Block schon auf dem Weg nach rechts ist, dann ist Warten da oben gar nicht mal so klug. Da hab ich's fast. Oh, jetzt hab ich. Nein! Ich sage, du musst da oben nicht unbedingt warten. Je nachdem, wie du den Block da links erst steigst. Yes! Mein Gott! So, was sind das jetzt hier?
Okay, ich muss mir den Goomba holen. Und dann muss ich... stopp! Ich muss mir den Goomba holen. Und dann muss ich den Koopa wegmachen damit. Und zwar so, dass ich die Plattform nicht berühre. Ja, geil. Geht das einfach hier runter zu fallen? Ja, das geht. Und dann kann ich normal hochspringen. Okay, also das ist nicht das Problem. Wenn ich den weg habe, ist das okay. Guter Start. Gut. Oh nee, jetzt gehe ich wieder hier los. Hilfe. Natürlich, beim Midway. Ja, nee. Ja, nee. Ah, da war die Plattform oben. Richtig, beziehungsweise unten. Ja. So. Das war's. War ja gar nicht mal so schwierig. Ah! Ach, da bin ich. So ein schwieriges Puzzle. Unglaublich. Man muss sich verhindern, dass der da irgendwie... Der muss da durchlaufen, aber wie kann ich denn verhindern, dass der runterfällt, der Kollege? Ach, der muss schneller werden. Okay. Ich glaube, ich habe ihn gekillt. Ja, töten solltest du ihn besser nicht. Sehe ich nicht mal die Tür. Oh, das ist richtig. Ich meine, an sich ist die nicht schwierig zu treffen, aber du hast natürlich vollkommen recht. Dies ist ein Fehler, der sofort korrigiert wird. Keine Ahnung, wo der in dem Moment ist. Nee, kann ich so nicht machen. Oh je. Okay, nochmal neu in den Raum rein. So, Treffer. Läuft er da? Aber er bleibt ja normalerweise in den... Ach so. Die Säge kommt ziemlich pünktlich runter. Weiß schon warum. Oh je. Ah, es wäre irgendwie cool, wenn man das öfter macht. Weiß nicht, kannst du so Reset-Räume? Also so, dass man eine Möglichkeit hat, den Raum zu resetten. Gerade wenn man halt ohne Save-States spielt. Ja, es ist halt schwierig, ne? Weil ich kann es ja resetten problemlos, aber normal halt nicht. Wie gesagt, wenn man es ohne Save Stage spielt, würde man sich aber wahrscheinlich auch mehr anstrengen. Ja, aber ich kann ja trotzdem nur einmal das mir anschauen und dann muss es schon funktionieren. Ja, es ist nicht umsonst das vorletzte Level hier. Und wer, ich sag mal so, die 67 Exits davor ohne Save States geschafft hat, der sollte auch das hier letztendlich hinkriegen. Ja, gut. Ne? Also, da gibt es bedeutend schlimmere Level, vom Schwierigkeitsgrad her zumindest. Holy shit, das hat gepasst. Schaffe ich nie wieder.
Nein, ich gehe mal zu hoch. Ich muss natürlich auch nicht erwähnen, dass du da unten selbstverständlich Spring gedrückt halten solltest. Wie, was? Also wenn du da nach links runterläufst, ich meine, ich sehe es jetzt nicht, ob du Spring gedrückt hast oder nicht, aber das ist natürlich hier auch eine Voraussetzung. Jein. Also es geht auch... Also wenn du ihn so erwischt, dann natürlich geht's auch ohne. Wenn du ihn links in der Lücke erwischen willst, wird's so, ja, schwierig. Ach so, ja, das ist richtig. Aber ich versuch, kommt natürlich ganz drauf an, wie du es timen willst. Ich versuche eigentlich ihn so zu erwischen, dass ich ihn mitnehmen kann, einfach. Okay. Psst. So. 1, 2, 3, 5. Doch, es passt eigentlich mit der 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hattest du. Vorhin habe ich es geschafft, zweimal auf ihm zu landen? Das gibt's doch nicht. Kriegst du nicht mehr hin? Hä? Zariel? Ja, ich glaube, du hast da eine Tür betreten. Richtig. Da ist noch eine. Die führt weiter. Ja, der Raum ist irgendwie nicht so genial gestaltet. Also da ist eine Tür, wo keine sein soll, und ist dann da unten überhaupt eine Tür? Ja, da unten ist die Tür, die hatte nur die falsche Palette. Okay. Ist ja schon mal gut, wenn sie zumindest da ist. Es ist halt auch relativ aufwendig, jetzt dieses Level zu bauen. Mein Gott. So. Weil man halt jeden Raum doppelt bauen muss. Ach, ich muss den einfach kaputt rutschen. Nee, das war easy. Wait, das kenne ich doch auch. Ja, der Raum ist auch gleich geblieben. Habe ich da nicht damals ewig gebraucht? Eigentlich muss ich alles, was ich machen muss, ich muss den Block auslösen. Richtig, an sich kein großes Hindernis. Startet der? Der startet gleich da drüben. Ah! Muss eine Runde warten. Okay. Viel zu lang gewartet. Das war's. Perfekt. Puh, okay. Ja. Ja, ich habe mich daran erinnert, dass ich sterben muss. Und im nächsten Part schauen wir dann
Das finale Level. Infernum. Okay, du hast gesagt, sollen wir in zwei Parts aufteilen am besten. Wäre nicht schlecht, je nachdem, wie du dich einen anstellst, also. Na, dann bin ich mal gespannt. Okay, ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Nächstes Mal vorletzter oder letzter Part. Tschüss. Tschüss.